Also vor 4 Monaten, eine gewissene Schuld, bekam ich die Diagnose böser aggressiver Krebs. Und ich will das erzählen kurz, wie es gelaufen ist. Ich hatte seit Jahren so ein Pickel hier am Oberschenkel hinten. Und da hat mich gestört. Aber ich gehe nicht gern zum Arzt. Und so habe ich gewartet und gewartet und habe mich nicht so fokussiert, dass da drunten auch noch so was Hartes ist, drinnen im Fleisch. Und wo es wirklich nicht mehr gegangen ist, ich konnte mich nicht mehr mal hier waschen richtig, ist es mir zu bunt geworden. Da bin ich zum Arzt, zu der Ärztin und habe gesagt, hören Sie, ich reg mich auf ab dem dummen Ding, nehmen Sie mir das schnell raus. Und sie hat es gemacht, sie hat mir einen schnellen Termin gegeben, hat den rausgenommen und ich war frei. Juhui! So ging ich nach Hause und konnte wieder waschen und sitzen und auf dem WC sitzen, in Ordnung. Und da bekam ich den Bericht sofort kommen. Wir haben was zu besprechen. Okay, ging ich. Und sie sagte, wie geht's Ihnen, Frau Kalitschian? Ich sagte, gut wie immer. Und dann, ja, ich habe ja keine Tabletten. Ich brauche ja nichts. Und dann sagt sie, ich habe Ihnen aber ganz schlechte Nachrichten und es tut mir auch wirklich leid. Sie haben einen ganz bösen, aggressiven Tumor, der es nur selten gibt. Er heißt Sarkom. Und in dem Moment war ich so geborgen, so angenommen, so geliebt in Christus. Und ich war in Watte gebettet. Ich habe das weit draußen gehört, aber hier war ich umhüllt von Gottes Liebe. So schön. Sie hat es nochmal und nochmal gesagt, haben Sie gehört? Ja, ist alles gut. Dann gehen wir jetzt den Weg der Untersuchungen, machen das und das und das und das. Es muss schnell gehen und so, das sind schon ein paar Jahre her. Und dieser Sarkom, der streut nach ein paar Wochen und dann sind sie voll Metastasen. Okay. Das hat mich auch nicht berührt. Ich war einfach so geborgen, ich war so geliebt, ich bin so geschmolzen in Christus. Gut, okay, ja, mache mit, habe ich gesagt, selbstverständlich gehe ich da durch, okay, ich werde dann noch Leute treffen, mit denen ich reden kann. Ich habe noch ein paar Dinge aufgeschrieben, dass ich nichts vergesse. Ja, dann bin ich rausgegangen, zufrieden und glücklich und geborgen und noch ins Café, einen Kaffee trinken gegangen. Und dann kam ein Mann von hinten, den ich nicht kannte, später immer wieder sah. Und er hat mir auf die Achsel geklopft und hat gesagt, Sie sind geheilt und Sie haben das ewige Leben. Hä? Wie können Sie das wissen? Sie kennen mich überhaupt nicht. Dann sagte er, ich habe Christus da drinnen. Halleluja. So, heute habe ich ihn wieder gesehen. Ich habe wunderbar geschlafen in dieser Nacht. Es war alles in Ordnung. Am Morgen ist aber was ganz anderes geschehen. Ich habe die Augen aufgetan, auch wieder im Frieden. Und plötzlich kommt es mir. Was? Was hat diese Ärztin gestern gesagt? Das gibt's ja nicht. Nein, das
lasse ich nicht zu. Ich bin ein Kind des Allmächtigen Gottes. Ich habe die Herrlichkeit Gottes über mir und in mir. Das muss ich nicht annehmen. Und ich habe eine Wut bekommen gegen den Teufel und gegen diesen Krebs. So. Aber der Friede ist nicht weggegangen. Das geht fast zusammen. So. Und dann bin ich wieder und wieder ins Wort. Und jetzt sage ich euch etwas. Das Wort wurde stark. Das wurde stärker. Es wurde immer stärker. Ich könnte nicht aufhören, mit dem Herrn Gemeinschaft zu haben. Und ich habe mich manchmal gefühlt, wie wenn ich in Bethesda stehe, weißt du, wo die Wellen da ab und zu gekommen sind und der Lahme konnte nicht rein, weil er keine Hilfe hatte. Und für mich jedes Mal, wenn ich das Wort höre von hier oder zu Hause, wenn ich die Bibel lese, dann habe ich das Gefühl, die Wellen, 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 immer da. Die hören nicht mehr auf, seit Christus für unsere Krankheiten gestorben ist, hören die Wellen von Bethesda nicht mehr auf. Es ist nämlich Jesus persönlich. Halleluja. Und dann habe ich noch ein Bild bekommen in der Bibel. Ich habe nämlich die Geschichte gelesen, wurde so geführt von Paulus, der in Malta war und da kam eine Schlange und biss ihn in die Hand. Und alle haben gewartet, jetzt stirbt er, jetzt stirbt er. Jetzt geht das Gift in den Körper und dann stirbt er. Aber das war nicht so. Das Gift hat sich nicht bewegt. Es konnte nicht ausbreiten. Und das habe ich geglaubt. Und das habe ich für mich bekommen. Das war das reinste Rewa. So, und jetzt wurde ich so richtig lebendig. Und zwar habe ich die Liebe Gottes überall verkündigt. Das geht nur um die Liebe. Es geht nicht um eine Formel. Es geht nur um die Beziehung mit Jesus Christus. Und es ist diese Liebe, die Dinge hervorbringt. Nichts anderes. Darum liebe ich die Botschaft so von Liebe. Amen. Es ist seine Liebe. Und ich konnte Hände auflegen. Ich konnte für Kranke beten. Und ich war einfach... Da musste ich mich untersuchen lassen, musste in die Röhre. Und in der Röhre war ich so zufrieden und so erfüllt mit Ruhe. Als ich da rauskam, sagte diese junge Frau, die mich da zu mir geschaut hat, sagte sie, sie sind so speziell, was haben sie eigentlich? Da habe ich ja ein Sarkom da. Haben sie gesagt. Und dann, ja, aber, und dann hat sie begonnen, mir ihr Problem zu erzählen. Und ich habe ihr die Hände genommen und habe für sie gebetet im Jesu Namen und das Problem Jesus gebracht. Dann bin ich wieder gegangen. Und mir ist alles Wurst gewesen. Hauptsache, ich habe für die gebetet. Alles andere war mir Wurst. So. Und dann wurde ich weitergegeben an ein zuerst. Was kommt jetzt? Ich muss schon ein bisschen der Reihe machen. Aha. Ja, dann musste ich in die Onkologie und dann ist das Resultat gekommen. Und ich bin auch wieder voll Liebe, Jesu. Ich war so gebadet darin, bin ich wieder da aufgetaucht, auf den Stuhl gesessen. Und sie sagt, ja, was wissen Sie überhaupt? Hat sie gefragt. Wissen Sie, um was es geht? Ja, ist alles normal, ist alles gut. Ich habe einen schlimmen, aggressiven Sarkom, der in kurzen Wochen ausschlägt und mich voll Metastasen macht. Haben sie gesagt. Und dann ist sie vom Stuhl hoch, hat die Hände hoch gehabt und hat gesagt, Sie, wir haben Sie von hinten bis vorne, von unten bis
bis oben untersucht, dass nicht eine kleine Metastase. Das muss ein Geschenk vom Himmel sein. Und das sind sicher 3 Jahre, wo der Ding gestreut haben könnte. Dann kam ich in die Uni Zürich zum Professor Doktor Doktor. Ein ganz intelligenter Mann, speziell für Sarkom. Das ist ja auch Gnade. Und da bin ich vor ihm gesessen und habe gesagt, ist das eine Ehre, bei einem Arzt zu sitzen mit so viel Titel. Aber wissen Sie was? Der liebe Gott hat noch viel mehr Titel als Sie. So klein. Und dann sagte er, was hat mir so Freude gemacht, das sagte er doch zu mir, wissen Sie was, das weiß ich und ich, wir schaffen zusammen, er und ich, und wir haben das gleiche Ziel. Wow, ich hätte den küssen können, aber ich musste ja Abstand halten. So, jetzt musste ich im Dezember zur Operation gehen und man hat den Tumor gesehen, ja tatsächlich, dahinter. Aber der war tot. Der war einfach tot. Das ist das, was ich geglaubt habe. Das ist ein totes Krebslein. Und er hat das rausgenommen. Und jetzt vor etwa 2-3 Wochen war ich wieder dort bei dem Professor Dr. Doktor. Und er hat das Ganze mir gezeigt auf Video, wie sie da alles gemacht haben und so. Und dann sagte er, wissen Sie was, Frau Caligia, Sie sind eine ganz spezielle Frau. Das ist abnormal, was da geht. Und das haben Ihnen sicher schon viele Ärzte gesagt. Aber dieser Sarkom ist vorbei. Der wird nie mehr aktiv sein. Die Zeit ist zu lang her. Sie sind davon frei. Und da habe ich doch noch was gefragt. Vielleicht versteht ihr das nicht, aber ich wollte das. Ich habe gefragt, wie viel Prozent dieses möglich, dass der noch aktiv werden könnte. Und dann sagt er, ha, Frau Caligia, 0,00001%, vergessen die das Zeugs, sie sind gesund. Halleluja, Halleluja. Und ich kann nur noch ein ganz kurz etwas sagen. Es ist nicht eine Formel. Es ist nicht etwas, was ich sagen kann, 1, 2, 3. Es ist die Umarmung Jesu, dass nicht Fehler, dass nichts mich trennen kann von Jesus. Und ich gehe ans Kreuz und ich sehe seine Liebe, wenn ich was Falsches gemacht habe. Gerade dann trinke ich das Abendmahl und esse ich das Brot, wenn ich was falsch gemacht habe. Gerade dann gehe ich das Abendmahl nehmen, weil darunter so viel Liebe fließt und Vergebung. So, das war mein Zeugnis. Praise God.